So, da habe ich mich aus Versehen verklickt. Oh Gott. Man sieht ja schon die Marke am Horizont. Ich habe nichts gemacht, also ich wollte eigentlich nur schauen, ob es Teleporter irgendwo gibt. Ich weiß, dass man hier Strom teleportieren kann über diese Pipes. Aber es gibt keinen Teleporter für Player. Das ist schade, sonst hätte ich mir so ein kleines Teleportnetzwerk aufgebaut. Gut, in die Richtung steht schon eine. Gut, dann hier. So. Und jetzt, wo ich jetzt die erste Quelle hinsetze, entscheidet sich quasi, wo ich alles andere mache. Also ich habe jetzt hier mal zwischen da und auf der Seite. Wenn ich auf der Seite mache, habe ich ja noch hier eine Quelle. Habe ich die Quelle hier über den ganzen Sumpf. Hier eine über dem Zipfer, über dem und über dem. Weil ich die beiden Quellen eh habe. Ich mache das so. Zack. So, erste Query hätten wir. Wobei ich jetzt nicht weiß, warum hier noch das Ding angezeigt wird. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich glaube, das ist ein Bug. So, dann hier das nächste Ding. Muss dann hier hin. Also hier ein. Das ist ein bisschen schwierig. Boah, ist das jetzt verwirrend, ey. Ohne Witz. Das jetzt dann da und es ist die hintere, die hier ein Stück weiter rausgeht. So. Zack. Erst Schalter abbauen. Und komm schon. Dann Query dran setzen. Und dann feststellen, dass man keinen Platz für irgendwas hat. Gut. Das ist jetzt diese Query hier drüben. Und ich glaube, ich werde mal kurz reloggen, damit diese blauen Anzeigen weg sind. Das ist ja richtig nervig. Und richtig verwirrend auch noch. Oh, wir kriegen da doch auch gut Leder rein, glaube ich. So, und jetzt die nächste Query muss hier drin sein. Heißt hier. Interessanterweise ist das jetzt hier sogar direkt nebeneinander.
Hier ist dann sogar eine Dreierreihe Platz. Warum auch immer. Na, mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird. Das ist jetzt dann direkt hier. Das ist jetzt auf dieser Seite. Ist echt cool eigentlich. Klassischen Tekke gibt es ja da sogar ein Ding, wo du dir eigene Welten generieren kannst, die dann lokal auf deinem Computer gespeichert sind. Wo du dann auch mit Seeds richtig kranken Shit anstellen kannst. So, nächste Query. Da haben wir dann aber viele Chunks, die dann immer geladen sind. Marker. Ah, hier. Ist ein bisschen schade, dass die dann immer gleich wieder weg sind. Hier drüben dann auch. Und jetzt ist das Schwierigste, die letzte so aufzustellen, dass es funktioniert. Ich könnte die jetzt zum Beispiel hier aufstellen oder hier. Warte, machen wir jetzt schön symmetrisch. Und vielleicht schaffe ich es auch, dass dieser depperte Texturbug aufhört. Na, ich glaube, ich relog schnell. Das sieht ja hässlich aus. Ist interessant, dass hier dann immer dieser schöne Ladescreen steht, wenn man reloggt. Ah, es ist weg. So, nächster Query muss hier aufgestellt werden. Mach einfach die Arbeit doch nochmal. Das ist irgendwie jetzt wert. Dass es schön gleichmäßig ist. Tatsächlich ist es gar nicht so viel mehr Arbeit, wie es jetzt erstmal aussieht, denn das meiste muss ich eh nicht umstellen. Hier ist jetzt zum Beispiel hier der nächste Marker direkt gleich. Und so. Die kommt dann jetzt dahin. Keep 25 Chunks loading, ja, wissen wir. Wobei sich davon sehr viele Chunks überschneiden. Deswegen ist es auch performance-technisch nicht schlecht, wenn man die ganzen Dinger auf. So, das ist dann eh hier. Das Tolle ist, die letzte Query lässt sich auch ganz einfach errechnen. Die steht jetzt genau hier, wo mein Schild steht. Was auch nicht so weit weg von da. Nämlich genau zwei Blöcke. In die Richtung hier. Dann bitte zack. Und das Lustige daran ist, im Endeffekt weiß jetzt niemand, welche Query eigentlich welche ist. Das kann ist nämlich zweideutig. Und dadurch, dass wir hier die Barriers festgelegt haben, die Queries sollten das schon untereinander schon wissen, was welche ist. Und durch diese Art und Weise würde ich vorschlagen, stückeln wir es hier mal durch das gesamte Biom hier mal durch. Das ist ja was Doofes, ist, hier geht es glaube ich irgendwann mal
Richtung Stadt ist ja in die Richtung. Sieht aber trotzdem stark aus. Also das ist eine Methode, so kann man sich einen Keller ausheben dann. Also einen Keller bräuchte. So. Das nächste Ding ist, wir brauchen genau noch einen Dirtblock. Für das Solarpanel. Das powert nämlich jetzt von hier alle vier. das nächste, was wir noch brauchen, ist natürlich den. Na, eigentlich brauchen wir schon vier Enderkisten tatsächlich. Sheet, ich brauche Enderkisten. Okay. Nicht schlimm, dann craften wir uns schnell Enderkisten. Über die Nacht schlafen und dann passt das. Wir müssen noch Enderkisten googeln. Also, was ist googeln? Das ist halt der Nachteil dieser Konstruktion, weil die Enderkiste theoretisch genau in die Mitte müsste, aber da bereits das Solarpanel ist. Anders wäre es etwas praktischer gewesen, das Solarpanel nicht in die Mitte zu setzen, sondern vier an die äußeren. Könnte man auch, aber wie gesagt, dann weiß ich nicht, ob mein Abpumpmechanismus noch kapazitätsfähig genug ist. Davon abgesehen bräuchte ich dann eh neue Solarpanel, die ich da erst einmal hinsetzen muss. Oben ist er, ne? Ja, da ist der Teleporter. Okay. Heißt so. Grün, blau und rot. Okay. Wir brauchen erstmal drei Lapis noch. Und Green. Als ob wir wirklich nur Pipe Waterproof rein haben. Und nicht den grünen Farbstoff an sich. Habe ich ein Timeout? Cool, ich glaube, ich habe ein Timeout. Nee. Warum kann ich die Kiste hier nicht öffnen? Doch, ich habe ein Timeout. Ist das Server gerade abgeschmiert? Oder ist gerade etwas anderes, was ich vermute? Okay, nee, Internet geht. Dann gucken wir mal auf Nitrado. Bester Hoster aller Zeiten. Herrk. Oh. Nitrado ist down. Ja, cool. Das ist jetzt richtig kacke, denn wenn der Server sofort wieder, also wenn der Server dann wieder läuft, dann sind meine vier Queries gepowert.
Nitrado, Twitter, okay. Ich glaube, den muss ich jetzt erstmal followen, damit ich weiß, was in Zukunft bei Servern abgeht. Aber gut. Das hat schon mal super geklappt hier. Ja, läuft. Wahrscheinlich haben die wieder mal eine DDoS-Attacke oder so ein Käse. Ach schön, stand Ihr Server schon mal unter DDoS? Die Werbung passt jetzt ja gerade richtig gut. Mann, diese Aufnahme ist ja schon wieder richtig dumm. Da will man einmal produktiv sein. Okay, ich würde sagen, ich schaue, dass ich hier wieder alles funktionsfähig kriege. Bis dann. Ey, Nitrado, ey. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil des Lucky Block Battles. Eine Sache möchte ich zuvor sagen. Leute, natürlich bin ich in der letzten Folge ausgerastet, weil es einfach ein spannender Kampf war. Der Job ist wieder online. Und es regnet. So, was hier waren die Kakteen drin, ne? So, nachdem es jetzt ja vorhin überhaupt gar nichts mehr geklappt hat. Oh Gott, es ist auch noch Tag. Nein, die Queries fangen an zu arbeiten. Scheiße. Jetzt muss ich mich aber echt fett beeilen. Habe ich Holz da? Nein. Habe ich hier Holz? Zu wenig. Habe ich irgendwo Holz? Cool. Ja, mach. Schneller. Bitte, danke. Okay. Gut. Außerdem brauchen wir noch roten Farbstoff. Dafür brauchen wir rote Blumen. Das ist ein Albtraum. Oh Gott. Das ging schnell. Das ging erstaunlich gut. So, okay. Ender Chest. Gut. Blaze Rods. Ich brauche 3 Ender Perlen, 3 Wolle, 12 Blaze Rods und 3 Kisten. Just Blaze. Haben wir Wolle? Machen wir es auch über so. Dann Enderperlen. Obsidian 5, 6. Was mir gerade auffällt, ist, ich habe definitiv zu viel Random-Zeug im Inventar. Wo habe ich meinen Philosopher Stone? Hier. Brauche ich hier mal kurz Iron. Und zwar 12. Lassen kann ich schon mal hier in eine Kiste gehen. Ach, der ist ja eh Eisen.
3, 4, Mediumstein. 1, 2, 3. Okay. Kisten, Wolle und Obsidian Broma 6. Und dann rot, blau, ne, grün, blau, rot. Ach, warte, mit Glück geht's durch den Regen eh nicht momentan. So, was ist das jetzt hier? Grün, blau, rot. Ja. Selber Farbcode. Gut, es regnet. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig. Weil ich nicht glaube, dass bei Regen Strom generiert wird von unserer Solarzelle, die die Quarries betreiben soll. Das wird denn überhaupt allgemein witzig, wenn das Ding dann mal die Quarries betreiben sollte. Weil es ja von der Geschwindigkeit doch mal etwas andere Liga ist als vorher, die Quarries. Wieder doch ein Stück weit geringer. Und was ich mich auch ein bisschen frage, ist, wie gut das mit dem Wasser funktioniert. Meine Dinge müssen ja dann theoretisch auch geflutet werden, damit ich Lava abbauen kann. Das darf man alles nicht unterschätzen. Bei den Quarries. Außer man macht noch eine Pumpe dran. Oh ja, sie haben schon angefangen. Aber sie stehen alle still. Alle vier. Natürlich, das Holz und das Laub ist schon abgebaut. Nein, genau das, was ich eigentlich farmen wollte. Okay, die haben alle Wasser drin. Lel. Das ist natürlich auch sinnvoll. Ah, hier sind sie, die Rubber-Setzlinge. Ich muss schauen, ob es in diesem Modpack irgendwie eine Möglichkeit gibt. Lol, bewegen die sich? Lol, das Ding arbeitet. Ach, aber es arbeitet nur langsamer. Ah. Gibt es von Solar LOL, das Ding hat Upgrades? Das Ding kann man als Ofen hernehmen zum Beispiel, oder was? Ah. Das ist interessant. Ich meine, die Geschwindigkeit ist eh noch einigermaßen okay. Das sind nur 40%. Oh, warte. Habe ich eigentlich schon das Void Upgrade überall dran? In Jabba? Das wäre vielleicht etwas, was ich nachschauen sollte.
Das sollte man wirklich noch nachgucken. Ja gut, die arbeiten dann hier erstmal. Und danach haben wir dann auch die Grundlage quasi für eine Dingens. Ein Start mit Industrial Craft, in dem wir einfach schon mal Rubber haben. Und eventuell muss ich mal schauen, ob ich nicht eine Manual Farm baue von Forestry, mittels der ich dann die Sticky Resin Blöcke quasi, also immer Sticky Resin ernte. Das geht nämlich. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich habe es gesehen, dass es sowas gibt. Dass man so etwas bauen kann. Dafür sind ja Manual Farms dann da. Naja, so viele Quellenlöcher von mir. Toll, ne? Ich hab's halt drauf. Was sich vielleicht echt lohnt bei der Query, ist so ein Low Light Level Upgrade. Mal hier schauen. Ja, obwohl, ne, Dirt geht. Was ist denn das hier? Warum ist hier Dirt drinnen? Oh. Wait. Habe ich ja vergessen, eine. Ich habe hier eiskalt vergessen, eine Fassade dran zu machen. Mein Ernst? Ja, obwohl, warte mal. Das heißt, da könnte ich eigentlich noch was viel. Könnte noch was Praktischeres machen, sag ich jetzt mal. Das ist jetzt so zu machen. Ich stelle das jetzt erstmal da so hin. Jetzt kann ich hier erstmal alles schön leeren. Jetzt hier erstmal sämtlichen Dirt reinfüllen, der da drin war. Und dann hier, ist denn schon Sticky Resin da zum Beispiel? Nee, ist nicht. Schade. Aber was haben wir denn zum Beispiel da, was ich einlagern könnte, was wahrscheinlich irgendwann mal uns sehr viel zuspammen wird? Ja, von dem her jetzt nicht wirklich was, ne? Poppies. Toll, Blumen. Ich bin auch überlegen, ob ich eine Forestry-Kaktus-Farm bauen soll oder eine Vanilla. Aber wenn ich eh schon sowas überlege, muss ich mir auch überlegen, ob ich nicht meinen Keller noch ein bisschen tiefer baue, weil das ist die kleinstmögliche Farm von Forestry. Über den 3x3 in der Mitte kommst du nicht drüber hinweg. Der ist immer da. Leider. Du kannst es auch nicht aufteilen, dass du einfach an zwei Seiten gar nichts hast. Dann funktioniert die Farm nicht mehr. Und ja, was man noch machen könnte, ist halt hier quasi die Ecke. Es ist halt blöd so, aber naja. Man kann es nur. Oh. Ich habe ja noch meinen Notausgang gerettet. Man kann es halt leider echt nur so machen, was ziemlich blöd ist. Wir haben immer noch kein Sticky Resin. Warum haben wir kein Sticky Resin? Hoppla. Warte mal, wo hatte ich denn jetzt die Eier drin? Ah, eh hier. Sehr intelligent. Im Prinzip könnte ich hier zum Beispiel die Stone Transport Pipes reinhauen. Ja, machen wir hier mit den Stone Transport Pipes rein. So. Gelockt und hingestellt.
Jetzt wird da keine Erde mehr reingehen. Oh nö. Puh. Ich dachte jetzt, das wird nicht funktionieren. Warum eine Query überhaupt Sticky Resin ab, wenn das Rubberwood fällt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und was ist überhaupt ein Furnace Upgrade für Solar Flux? Das verstehe ich auch nicht so genau. Naja, wurscht. Ich weiß auch nicht, was würde denn passieren, wenn ich hier eine Emerald Pipe oder drei Emeralds Pipes kappe vom System und da einfach so eine Energy Teleport Pipe ransetze, die dann an die Queries packe. Das wird so eskalieren, glaube ich. Und naja, ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass wir hier Aluminium mitbekommen werden. Das wäre mit das Coolste, was passieren kann. Oh, ich brauche hier mal wieder ein paar Fassaden. Haben wir noch Fassaden von Spruce? Nicht viele. Schade. Jetzt wird hier erst dann das System wieder angekurbelt. Irgendwann dann mal demnächst, wenn die ersten Sachen reinkommen. Und es ruckelt dann auch wieder, glaube ich. Das sind wieder so des Todes ruckeln. Na gut, 4 Queries sind am Laufen. Das heißt, ich mache jetzt das. Kann ich die Geräte eher verschieben? Nee, geht nicht. Gut. Das ist dann auch noch was ansteht. Oh, warte, das könnte ich auch noch schnell machen. Redstone Engine. Warte, das ist jetzt eigentlich noch eine. Das ist eigentlich was anderes, was ich noch ganz gerne noch ausprobieren wollen würde. Aus. Oh nein, das war eine Iron Pipe, oder? Ja, das war eine. Und zwar Output in diese Richtung. Ging erstaunlich gut. Was passiert, wenn ich jetzt hier eine Emerald Pipe anschließe? Einziger Problem ist jetzt, ich muss irgendwas reintun, was man auch braten kann. Cobblestone zum Beispiel. Okay. Kann ich das überhaupt alles transportieren? Ich glaube schon. Nachteil ist jetzt natürlich, ich muss hier wieder eine Kiste hinstellen. Wie mache ich denn hier? Ich refine Iron. Nein! Oh nö, sag nicht, das ist das neue Kack Industrial Craft. Das ist irgendwie so eine Mischung. Das ist strange. Was passiert, wenn ich jetzt hier Cobblestone reinmache? Erstmal noch nichts. Was passiert, wenn ich die Emerald Pipe feuer? Okay. Das ist jetzt irgendwie ernüchternd. Na gut. Jetzt können wir mal ein bisschen Stone brennen.
gibt Schlimmeres. Worüber ich auch gespannt bin, wäre, ob das geht. Mit Engineer's Toolbox über diese Item-Inputs. Aber da kann ich, glaube ich, nicht mehr als ein Stack von gebrannten irgendwas bestellen dann. Das wäre natürlich... Oh, was mir auch auffällt, ist, dass ich die Kamera auch irgendetwas doof eingestellt hatte. Dass ich dann nur ein Stack machen kann, weil sonst die falschen Channels belegt werden. Was auch wieder blöd ist. Ansonsten halt Umweg über Kiste. Das sollte dann schon gehen. Kam schon der erste raus? Ja. Ja. Jetzt sieht man halt, hier wird dann schön alles gebraten. Ja, das läuft. Das schön. Endlich funktioniert mal alles. Ich glaube, ich habe nichts vergessen zum Ende von heute. Sich sollte eigentlich alles gehen. Nächste Folge, denke ich mal, sehr viel Autocrafting ist angesagt. Das mache ich aber dann wahrscheinlich wieder in einem Zusammenschnitt, weil sich das sehr gut eignet. Und eventuell, was heißt eventuell, sehr wahrscheinlich baue ich den Keller noch etwas tiefer. Mit ganz, ganz, ganz vielen Farmen. Ich dachte, ich komme mit zwei aus, aber ich brauche noch eine Rubber Farm, ich brauche eine Zuckerrohr Farm, ich brauche einfach von alles eine Farm, wovon man Farmen haben kann. Da wollte ich nämlich Ihnen noch was anderes nachgucken. Engineers Toolbox. Da gibt es nämlich irgendein Ding, glaube ich. Das ist Redstone-Logik. Elevator ist für Tiere. Ganz einstellbar, ob du Tiere transportieren willst. Das ist ganz witzig. Hinge. Muss ein Special Block. Keine Ahnung. Machen wir wann anders. Tschüss.